Eine Sache hat, glaube ich, alle Beobachter heute ziemlich überrascht, nämlich die Tatsache, dass Herr Althaus jetzt so getan hat, als wäre nie was gewesen, als wäre er nie zurückgetreten und als wäre Frau Dietzel auch nie seine geschäftsführende Stellvertreterin gewesen. Frau Dietzel hat gesagt, sie wurde mit der Führung der Amtsgeschäfte von Ihnen betraut. Sie sagen, sowas hätte es nicht gegeben. Es hätte auch kein Schriftstück, nichts dieser Art gegeben. Heißt das, dass Frau Dietzel sich da etwas angemaßt hat? Also es steht in dem Schreiben oder in dem Kopf von Merkel, den der Chef der Staatskanzlei an die Kollegen weitergegeben hat. Die Abwesenheit so deutlich zu übernehmen. Das galt und gilt. Das galt schon vor 3 Jahren genauso schon wie vor 2 Jahren, wie vor einem Jahr. Denn sie war immer meine Abwesenheitsvertreterin, weil sie die stellvertretende Ministerin ist. Entschuldigung, aber wenn Sie zu Hause gearbeitet haben, waren Sie doch gar nicht abwesend. Ja. Das habe ich auch gar nicht gesagt. Ja, Sie haben eben gesagt, Sie haben zu Hause gearbeitet. Also ich habe nicht gesagt, Sie haben gesagt, ich habe zu Hause gearbeitet. Nein, ich habe also gesagt, ich habe nicht gesagt, ich habe zu Hause gearbeitet. Ich habe zum Beispiel die Post der Stadtkanzlei gemacht. Ja, aber dann waren Sie nicht abwesend. Ja, habe ich doch auch gar nicht gesagt. Ja, aber dann brauchen Sie auch keine Abwesenheitsvertretung. Doch, ich muss Sie ernennen. Ich muss genauso wie alle anderen Kabinettsmitglieder ernennen, die ihr Anfall ist. Das ist auch Verfassung 75.3. Ja, ja. Ich war nicht im Urlaub. Ich wollte ja auch im Urlaub gewesen. Naja, weil Sie zu Hause waren, so ein bisschen legere Kleidung trugen auf dem Bundeszimmer. Immer wenn man legere Kleidung trägt, meinen Sie, man im Urlaub. Nein, das ist halt die Frage, Herr Minister. Nein, ich habe gesagt, ich war nicht im Urlaub. Das hat sich am Wochenende noch alles ganz anders angehört. Es ist kommuniziert worden vom persönlichen Referenten des Ministerpräsidenten, dass er im Urlaub sei, was sozusagen der Tatbestand ist, in dem dann die Stellvertreterin einspringt. Das ist auch nirgendwo kommuniziert worden und jetzt heißt es auf einmal alles andersrum. Er ist eigentlich nie weg gewesen, war immer im Amt. Das ist alles ziemlich undurchsichtig und man kann eigentlich den Eindruck bekommen, es war eine Kurzschlusshandlung von Herrn Althaus und jetzt sozusagen wird sich bemüht, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen, weil er ja natürlich der Verfassung gemäß noch im Amt bleiben muss. Sie waren nicht in Urlaub, Sie haben zu Hause gearbeitet. Nein, ich war einfach zu Hause. Ich habe meine Arbeit gemacht. Aber auch das Land ganz normal zu Urlaub. Dann habt ihr aber gestern anders informiert worden. Also ich glaube, der Dame von dem Weg ist dann gesagt, Sie seien im Urlaub. Ja, der Dame hat es nicht gesagt, ich habe gehört von einem Urlaubskontrakt, weiß ich nicht. Ich war nicht im Urlaub. Ich wollte ja auch im Urlaub gewesen sein. Es gab vor dem 3. September bestimmte Forderungen aus den eigenen Reihen. Hat Sie das persönlich enttäuscht? Nein, so ist eine Partei aufgestellt. Es sind viele Sieger und in der Niederlage gibt es immer Wege, die Niederlage fahren können. Meine Meinung ist, wenn er einmal die Schlepper legt, hat soll er aufhören. Soll er die andere Generation dran lassen. Kein Rücktritt soll bewirken, dass wir den Weg frei haben in eine große Koalition. Da ich gespürt habe, dass es wichtig ist, für diese Sondierungsverhandlungen der eigenen Partei den Rücken frei zu machen, war das das Entscheidende. Denn der mögliche Koalitionspartner hat ja immer wieder deutlich gemacht, dass wenn es auf Koalitionsverhandlungen einzukommt, das Problem des Ministerpräsidenten Althaus für Sie ein Problem im Grundsatz bleibt. Ich wollte, dass wir diese Sondierungsgespräche ohne jede Vorbelastung beginnen können. Und genauso hoffe ich jetzt auch, dass nach den Sondierungsgesprächen ohne jede Vorbelastung keine Koalitionsverhandlungen geführt werden. Ja, ich denke, das war ein bisschen voreiliger Entschluss von dieser Althaus zurückzutreten. Bin eigentlich bisher mit der Politik, die er gemacht hat, einverstanden. Und deshalb würde ich das auch begrüßen, dass er wieder in Amt und Würden kommt. Frau Sonntag. Herr Althaus, Sie sind ja sehr überrascht. Es gab nur einen Satz, nur diese eine E-Mail. Das hat viele irritiert, auch in Ihrer eigenen Partei. Können Sie das im Nachhinein nachvollziehen, dass das vielleicht als ein bisschen merkwürdig auch empfunden würde? Würden Sie das heute nochmal machen? Ich würde es genau durchführen.